Im Rahmen ihrer Tour durch die Westbalkanländer besucht die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen Serbien. Serbien ist neben Bosnien-Herzegowina und Nordmazedonien, die von der Leyen am Donnerstag besucht hatte, EU-Beitrittskandidat. Während ihres Aufenthaltes in Nordmazedonien sagte von der Leyen, das Land habe große Fortschritte bei der Umsetzung der für einen EU-Beitritt erforderlichen Reformen gemacht. Von der Leyen sagte, die EU sei ihren Erweiterungsplänen verpflichtet und dies werde die oberste Priorität der Union sein. Von der Leyen besuchte auch ein zentralbosnisches Dorf, das durch die jüngsten Überschwemmungen und Erdrutsche schwer verwüstet worden war. Sie versicherte den Menschen den Beistand der EU. Nachdem bei der Katastrophe 27 Menschen ums Leben gekommen waren, hatte Bosnien-Herzegowina die EU um Hilfe gebeten.